Nach Weltmeisterschaft und All-Star-Game legte am Wochenende auch die zweite Liga wieder los. Nordhorn gegen den Bergischen HC, das brisanteste Duell am 20. Spieltag. Und 2200 Zuschauer sahen eine intensiv geführte Partie auf hohem Niveau, die Mitte der zweiten Halbzeit entschieden wurde. Die Bergischen Löwen zogen aus einer aggressiven Abwehr heraus zwischen der 43. und 51. Minute auf 27:22 davon. Nordhorn gerade in dieser Phase mit etwas mehr Pech und Unvermögen im Abschluss. Für die HSG bedeutete der 29:31 Endstand die erste Heimniederlage in der laufenden Saison und die Löwen zeigten sich gewappnet fürs kommende Spitzenspiel gegen den TV Emstetten. Was ich jetzt schon sagen kann, also wir haben mit der Top-Mannschaft BAC waren wir 60 Minuten auf Augenhöhe. Wir waren, glaube ich, in einem Spiel, was wirklich ein Spitzenspiel war, das war auf ganz hohem Niveau von beiden Mannschaften, waren wir gleichwertig. Der einzige Unterschied lag, denke ich, in der Chancenauswertung, die beim BAC hier heute einen Tick besser war. Tabellarisch weiter unten, geografisch deutlich weiter oben. So ließ sich die Partie Rostock gegen Hildesheim grob umschreiben. Beide Abwehrreihen dominierten dieses Kampfspiel. Vorne dagegen ging auf beiden Seiten wenig. Doch die arg ersatzgeschwächten Küstenhandballer zwangen den Erstliga-Absteiger in Halbzeit 2 mit viel Moral und einer gesteigerten Effektivität in der Offensive in die Knie. So tastete man sich an der Ostsee jetzt auch langsam Richtung gesichertes Mittelfeld vor. Die Ergebnisse des 20. Spieltags. Hamm, Aue, Emstetten und Eisenach siegen jeweils wie erwartet zu Hause. Hüttenberg dagegen kommt nicht über ein Remis gegen Hennstedt hinaus. Durch die Siege von Bietigheim, Rostock und Ludwigshafen erleiden nur die sonst so heimstarken Nordhorner eine Niederlage vor heimischer Kulisse. In der Tabelle steht der TV Emstetten souverän an der Spitze, könnte mit einem Sieg gegen den BHC am nächsten Spieltag für eine kleine Vorentscheidung in Sachen Aufstieg sorgen. Hinter den Bergischen Löwen ist von Eisenach bis Ludwigshafen-Friesenheim alles offen. Ferndorf und Leutershausen müssen sich dagegen schon jetzt erheblich strecken, soll es mit dem Klassenerhalt klappen.